Nun steht es also vor der Tür, das Achtelfinale zwischen England und Deutschland im Wembley Stadium. Es ist prestigeträchtig, es ist vor allem wichtig für den weiteren Turnierverlauf. Die K.O.-Phase startet hiermit und jede Niederlage bedeutet das aus. Und beide Mannschaften haben doch sicherlich im Inneren den Traum von der Europameisterschaft. England in den weißen Trikots mit Phil Foden legte unfassbar los. Achte Spielminute, 1:0 für England im Heimspiel, denn so kann man es ganz klar bezeichnen. Es war ein Katastrophenstart der Elf von Jogi Löw. Da kann Phil Foden durch die Verteidigung durchgehen und zum vierten Mal in diesem Turnier geht Deutschland mit 1:0 in Rückstand und das im vierten Spiel. Das muss man sich mal vorstellen. Deutschland musste jetzt natürlich kommen und sie taten sich eine Weile lang schwer, aber dann befreiten sie sich. Gnabry mit der Flanke, Havertz legt auf und Goretzka zumindest mal mit einem Abschluss. Da kann er eigentlich auch mehr draus machen, der das goldene Tor erzielte gegen Ungarn. Torjäger ist er trotzdem nicht. Hier geht er ein bisschen unbeholfen zum Ball, ist schwer zu machen und dementsprechend dann auch zu hoch angesetzt. Aber die Deutschen, sie machten jetzt mehr. Müller mit der Balleroberung. Gnabry hat viel Platz, zieht in die gegnerische Hälfte ein, dann im Zusammenspiel mit Müller. Eigentlich fehlerhaft, aber dieser Pass von Thomas Müller, er ist sehr gut. Und dieser Abschluss, etwas übertrieben gesagt, nicht von dieser Welt. Was für ein Tor von Serge Gnabry, das muss man sich mal anschauen. Oben rechts in den Winkel, da steht eben auch noch ein Pickford im Tor, der kann überhaupt nichts machen. Und die Bedrängnis von Declan Rice nicht wirklich gegeben. Und Deutschland jetzt mit der breiten Brust. England kam unter Druck. Thomas Müller wird bedient, steht nicht im Abseits und dreht das Spiel. 38. Minute. So schlecht es angefangen hatte, so gut sah es nun aus. Dieser Pass von Serge Gnabry, der kann sich sehen lassen. Also die Kombination vom ersten Tor nur umgekehrt mit der Pike durch die Lücke und Thomas Müller nach leichter Verletzung wieder in der Startelf erzielt das 2:1. Nach 45 Minuten stand es dann auch so, England hatte nachgelassen nach einer turbulenten und euphorisierten Anfangsphase. Und Deutschland war wach. Sie waren bissig, sie waren unangenehm. Hier Leon Goretzka, der dann auch einfach mal in den entscheidenden Situationen einen Foul begeht, sich dann noch ein bisschen beschwert, in Diskussion mit dem Schiedsrichter tritt. Aber das war die Mentalität, die hier an den Tag gelegt werden musste. England verging der Spaß am Spiel und sie kam hinten selten raus. Thomas Müller, Serge Gnabry, das kennen wir doch irgendwoher. Hat sich bewährt in diesem Spiel. 3:1, Serge Gnabry. Knapp 15 Minuten vor dem Ende. Was für ein Fehler im Aufbau. Jordan Pickford hat mal wieder das Nachsehen und Gnabry, der so richtig gut in diesem Turnier auch noch gar nicht angekommen war, befruchtet sich hier mit Thomas Müller im Angriff auf unnachahmliche Art und Weise. Die Partie so gut wie gelaufen. Toni Kroos mit einem Geniestreich zu Kai Havertz. 4:1. Was für ein Wahnsinn. 82. Minute. Jetzt wird es richtig heftig. Dieser Pass von Toni Kroos. Unfassbar. Kein Abseits. Havertz startet auch im richtigen Augenblick. England wirkte nicht mehr so richtig auf dem Platz. Und dann geht der Ball ins Tor. 4:1 das Endergebnis. Was für eine Packung für England daheim im Wembley Stadium. Und Deutschland zieht ziemlich souverän ins Viertelfinale ein.